Servus, Mahlzeit und hallo, liebe Mystery-Freunde. Natürlich habt ihr meinen Channel hier abonniert, so hoffe ich zumindest, weil ihr euch auch für das Phänomen der UAPs, der unerklärlichen Luftphänomene, eben der UFOs interessiert. Und da ist ja so der Klassiker UFOs, tja, fliegende Untertassen, so kennen wir es seit 1947. Aber es gibt natürlich unerklärliche Phänomene am Himmel in allerlei Formen, Farben und Größen, wie man es so nennen möchte. Und da gibt es natürlich auch die Form eines Dreiecks, fliegende Dreiecke, die interessanterweise immer sehr riesig beschrieben werden. Wenn wir jetzt noch mal kurz auf die fliegenden Untertassen so zu sprechen kommen, so der Klassiker ist ja vielleicht so 10, 12 Meter Durchmesser oder so, vielleicht auch sogar viel kleiner, also eigentlich relativ klein. Aber diese fliegenden Dreiecke, die immer wieder weltweit gesehen werden, sollen riesig sein. Und da gibt es schon lange viele Spekulationen zu. Das fing eigentlich so groß an, dass es sehr groß in den Vordergrund gerückt ist mit der UFO-Welle von Belgien. Die kennt ihr wahrscheinlich alle. Das war so, sagen wir mal, 89, 90, 91. Da wurden ja immer wieder fliegende Dreiecke gesehen mit drei Lichtern eben an den Ecken und so etwas schwarze Dreiecke. Aber es gibt zahlreiche Zeugenaussagen von Menschen, von Personen weltweit, die irgendwie solche Objekte gesehen haben. Riesige fliegende Dinger, die sie sich nicht erklären konnten, die entweder völlig lautlos waren oder nur irgendwie so ein Säuseln von sich gegeben haben. Und da gibt es dann natürlich auch viele Fotos und Videoaufnahmen von, die man im Internet sehen kann. Hier bei YouTube wahrscheinlich auch. Ich habe da jetzt nicht speziell nachgesucht. Aber da gibt es natürlich von den Skeptikern immer wieder die Aussage, das ist alles Fake oder ein Irrtum. Es wurde also etwas ganz anderes fotografiert oder gefilmt, zum Beispiel die UFO-Welle von Belgien jetzt vor knapp über 30 Jahren. Da hieß es zum Beispiel, das sei ein bisschen Massenhysterie gewesen, aber diese dreieckigen Dinger, die da gesehen wurden von den Zeugen, seien zum Beispiel Ultraleichtflieger gewesen, die mit einem dreieckigen, Flügel nachts da herumgeflogen sind. Da gab es auch Spekulationen in Sachen Drogenschmuggel, dass die das heimlich gemacht haben. Aber Kritiker sagen eben, ja, Aufnahmen im Internet, egal ob Fotos oder Videos, ist sowieso nicht zu trauen. Und da haben die natürlich vollkommen recht. Es macht zum Beispiel auch schon lange keinen Spaß mehr, sich irgendwelche Filmchen von irgendwelchen unbekannten Flugobjekten hier bei YouTube oder sonstigen Videoplattformen oder so anzuschauen. Das kann meistens alles Mögliche sein. Aber es ist auch so, dass teilweise diese Dinger durchaus auf diesen Aufnahmen zu erklären sind, dass man da etwas recherchiert und herausfindet, was das sein könnte. So wird es auch in diesem Video sein, denn es gibt tatsächlich auch Aufnahmen von der NASA, die solche fliegenden Dreiecke zeigen. Und zwar nicht hier irgendwo auf der Erde, ich habe auch schon mit Zeugen gesprochen, die sowas gesehen haben, sondern im Orbit, also im Weltraum, im Erdorbit, fotografiert, aufgenommen von verschiedenen Stationen, meinetwegen von der ISS, von der Internationalen Raumstation, aber auch von verschiedenen Missionen der Space Shuttle. Die gibt es ja nicht mehr, das Space Shuttle ist ja eingemottet, aber natürlich hat es früher Dutzende solcher Missionen gegeben und es wurde fleißig fotografiert, was das Zeug hält, aus den Fenstern heraus, und da gibt es auch solche Aufnahmen, und die wollen wir uns in diesem Video mal genauer anschauen, denn die sind wirklich sehr interessant, zumal in diesem Kontext auch darüber spekuliert wird, das sind vielleicht geheime Projekte der USA, vielleicht sogar entwickelt in der Area 51 in Nevada, kennt ihr natürlich alle, und zwar unter dem Codenamen Aurora. Dieser Name tauchte erstmals Mitte der 1980er Jahre auf, genauer gesagt 1985, und zwar so ein super geheimes Hyperschallflugzeug, Spionageflugzeug, was theoretisch da entwickelt werden sollte in den kommenden 2 Jahren, also bis 1987, wollte man da so rund 2,3 Milliarden US-Dollar investieren, um so etwas zu entwickeln. Aber soweit wir wissen, ist so etwas nie entwickelt worden. Es gibt Zeugenaussagen auch von Militärs, die so etwas gesehen haben wollen. Aber offiziell besitzt die USA dieses dreieckige Flugobjekt Aurora nicht. Das soll sogar, übrigens, das ist ganz interessant, mit Atomkraft angetrieben werden. Es gibt da auch Spekulationen über einen Antigravitationsantrieb und was es da so alles gibt. Und einen Plasma-Impulsantrieb wird da immer wieder zur Sprache gebracht, was in diesem Gerät stecken soll. Aber eben
offiziell wissen wir nicht, ob dieses Ding existiert. Vorstellen kann man sich das schon. Wir wissen ja natürlich, Militärs in aller Welt und eben allen voran die Amis haben ja immer irgendwelche geheimen Entwicklungen, die sie vor der Weltöffentlichkeit verbergen. Aber richtig Belege kann man da leider nicht zu finden, ob es dieses Objekt gibt, dieses rein irdische Objekt Aurora. Aber es ist ja auch so, dass solche Videos gefälscht werden. Es kursieren immer mal wieder Videos von irgendwelchen Objekten, die dreieckige Form haben und natürlich schwarz sind, die dann irgendwie durchs Bild fliegen, durchs Bild rasen. Es gibt auch offizielle Videos, da blende ich mal ein Video zu ein, da habe ich eins zu gemacht, vom US-Militär, wo mittels Infrarot- bzw. Nachtsichtkameras solche dreieckigen Formen gesehen wurden, gefilmt wurden. Da heißt es ja wahrscheinlich, naja, vielleicht ein technischer Fehler oder so etwas, sagen da die Skeptiker, UFO-Fans, Befürworter, Enthusiasten, wie man es nennen mag, sagen, nein, das könnten tatsächlich unbekannte Flugobjekte sein oder eben liegen da dieses geheim gehaltene Projekt Aurora. Nun, vor einigen Tagen habe ich bei einem Freund von mir, einem befreundeten Kanal, MDS, mach dich schlau, heißt der, auch ein Video gesehen. Der lädt ja immer sehr fleißig Videos hoch und da stellt er so eine Sequenz vor, wo irgendwie dreieckige Objekte so im Erdorbit durchs Bild fliegen. Das soll angeblich von der NASA kommen. So eine genaue Quelle, wo das jetzt herkommt, gibt es nicht. Ich habe eine Diskussion im Internet gesehen. Da wird gesagt, das ist alles, was der da hochgeladen hat und diskutiert hat, was das denn ist. Wäre ein Fake, wäre schon lange bekannt. Aber es gibt Aufnahmen, die haben es zum Beispiel schon 2007 in die New York Times geschafft. Das seht ihr ja gerade da mal so ein Screenshot. Und zwar sind das Fotos, die vom Space Shuttle Columbia schon 1986 aufgenommen wurden. Und Columbia kennt ihr wahrscheinlich alle, ein trauriges Ende im Jahre 2003. Ich glaube, am 1. Februar 2003 kam die Columbia zurück von ihrer Mission auf die Erde und ist dann, ich glaube, in 60.000 Metern Höhe oder so mit knapp 20.000 km/h auseinandergebrochen. Grund war, der Hitzeschild war beschädigt und es kam drin zu einem Feuer, so kann man sagen, und es brach dann auseinander. Ihr kennt natürlich alle die Bilder damals vor 20 Jahren, wie sie durchs Fernsehen gingen. Alle Astronauten an Bord sind dabei ums Leben gekommen. Ein großes Unglück damals. Aber diese Columbia hat natürlich schon, nicht nur diese Mission, hat natürlich vorher auch schon viele Missionen gehabt und eben auch so im Januar 1986. Diese Mission 1986 hieß STS-61-C und da wurden am 12. Januar 1986 eben diese angeblich beiden dreieckigen riesigen Flugobjekte im Erdorbit fotografiert. Eigentlich ist es nur ein Objekt und wenn man sich diese Bilder so anschaut, sehen sie wirklich ganz erstaunlich aus. Aber wenn man da mal etwas in die Tiefe geht und etwas recherchiert, findet man natürlich von der NASA allen möglichen Bilder online. Nicht nur, was Hubble irgendwie fotografiert hat oder von der Erde, sondern auch Videosequenzen und Fotos von allen möglichen Missionen. Und so war es eben auch von dieser Columbia-Mission von 1986. Und diese Bilder sind sogar sehr groß und hochauflösend. Und wenn man da mal so ein bisschen heranzoomt, ich mache das ja gerade, kann man sehen, so richtig perfekt dreieckig ist dieses Objekt dann nicht. Man sieht auch, dass es wirklich nur ein Objekt ist, was zweimal fotografiert wurde. Das war am 12. Januar 86 etwas westlich von Afrika. Da zeige ich mal so eine Karte, habe ich da mal so einen Screenshot gemacht. Da hat sich die Columbia damals befunden. Und dann hat man eben dieses Dingen da fotografiert. Aber es soll sich tatsächlich um ein abgebrochenes Stück des Hitzeschildes der Columbia handeln. Denn dazu muss man wissen, wenn ein Shuttle startet und vor allen Dingen natürlich landet, diese Kacheln, die da drunter sitzen, ich zeige da mal so ein paar Bilder, wie das aussieht, habe ich ja vorhin auch schon mal so gezeigt, da gehen immer welche kaputt, da fallen welche ab und so etwas. Bei der Landung haben die natürlich die meiste Belastung eben, die müssen ja die Reibung der Erdatmosphäre abfangen, aber auch im Erdorbit fällt mal so ein Teil ab und fliegt dann als Weltraumschrott herum und genau dieses Dreieck soll ein Teil eines Hitzeschildes sein.
Das ist natürlich für Mystery-Fans, auch für mich, eigentlich sehr enttäuschend. Ich kannte diese Bilder, aber habe dann eben nochmal für euch genau nachrecherchiert, was sind denn diese Dreiecke da, weil die sehen ja wirklich beeindruckend aus. Aber wenn man wirklich genau ranzoomt, wenn man sich die Seiten da ansieht, man kann sehen, so perfekte Dreiecke sind das nicht. Das ist irgendwie so abgebrochen, abgehakt, abgehackelt. Und das sind leider, sollen zumindest sein, eben nur Teile des Hitzeschildes. Jetzt muss man natürlich sehen, wir haben da ja nur jetzt Fotos, auch wenn sie tatsächlich sehr groß und hochauflösend sind, von der Columbia fotografiert von 1986. Wir haben überhaupt keine Vorstellung, wie groß ist denn dieses Ding? Ist es 100 Meter lang? Meinetwegen ein UFO oder Projekt Aurora. Oder ist es tatsächlich nur irgendwie so klein, so ein Stück von einer Kachel? Das können wir haben überhaupt keine Bezugspunkte. Das können wir als Laien gar nicht nachvollziehen. Da müssen wir tatsächlich den Angaben der US-Weltraumbehörde trauen. Leider ist es eben nichts Unerklärliches nach deren Interpretation, aber sowas ist immer spannend und es gibt ja in der Mystery-Forschung, Grenzwissenschaft, wie man es nennen mag, ja eigentlich mehr Rückschläge als irgendwelche positiven Ergebnisse. Darüber wollte ich euch mal ein bisschen informieren. In diesem Video könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben, unten ein Feedback drunter hinterlassen und wenn ihr mögt und es noch nicht getan habt, abonniert mich gerne auch oder auch als Premium-Mitgliedschaft für exklusive Videos hier. Dann sage ich mal Tschüss, ihr lieben Lasianer. Wir sehen uns irgendwo im Universum in der nächsten Folge. Ciao.